Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage Ihnen gewiss nichts Neues, wenn ich sage, die Energiewende ist eine Erfolgsgeschichte. Denn die Entwicklung der erneuerbaren Energien hat wirklich vor 15 Jahren so keiner vorhergesehen. Und erst recht nicht, wenn ich Ihnen sage, dass wir aktuell in Deutschland in diesem Bereich mehr als 370.000 Arbeitsplätze haben. In Nordrhein-Westfalen mehr als 50.000 Arbeitsplätze und alleine in der Windbranche in Nordrhein-Westfalen 14.600 Mitarbeiter in 2014 mit 1 Milliarde Euro Wertschöpfung. In Nordrhein-Westfalen fußt diese Branche auf mittelständischen Zulieferern, die in der Windenergiebranche unterwegs sind und somit eben auch von Entscheidungen der Bundesregierung zur Windenergie abhängig sind. Und da habe ich das Gefühl, dass die Bundesregierung diese Erfolgsgeschichte der erneuerbaren Energien selber gerade etwas unheimlich wird und sie deshalb nun zu anderen Mitteln greift. Denn die Bundesregierung will auf Gedeih und Verderb den Anteil der erneuerbaren Energien am Strom begrenzen, und zwar auf 45% erneuerbare Energien im Jahr 2025. Und das, wo wir jetzt im letzten Jahr schon ein Drittel aus erneuerbaren Energien im Strombereich bekommen haben. Und wenn man sich dann eben anguckt und diese Zahl bis 2025 sich anschaut und anschaut, was wir für eine Dynamik im Photovoltaikbereich haben werden, auch in den nächsten Jahren, obwohl in dem Bereich schon viel kaputt gemacht wurde von den Vorgängerregierungen, wenn wir uns die Ausbauziele der Bundesregierung für Windoffshore angucken und das, was dann immer noch im Bereich der ebenfalls kleingemachten Biomasse geschieht, dann darf der Rest eben noch in Windonshore gemacht werden. Das heißt, die Windenergie ist zu einem Restposten verkommen. Und mit den jetzigen Planungen zum erneuerbaren Energiengesetz soll die Windenergie aufs Abstellgleis gestellt werden und die Binnenländer wie Nordrhein-Westfalen abgehängt werden, mit allen negativen Konsequenzen für Nordrhein-Westfalen. Angefangen damit, dass wir in Nordrhein-Westfalen unsere Ausbauziele für die erneuerbaren Energien und im Allgemeinen und für die Windenergie im Speziellen nicht mehr erreichen, hat das eben eine ganz klare Auswirkung auf die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Für die ist es nämlich ein Schlag ins Gesicht, für diese mittelständischen Firmen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Branche, was da gerade in Berlin passiert. Und liebe CDU, liebe FDP, wenn Sie mal so Gespräche führen würden mit diesen Zulieferern, mit diesen Branchen, wie Sie es eben mit Großkonzernen und Hoteliers gewöhnt sind, dann würden Sie mal hören, wie wichtig der Heimatmarkt Deutschland, wie wichtig der Heimatmarkt Nordrhein-Westfalen für Windenergiefirmen und Zulieferer ist. Und dann würden Sie und auch die Bundesregierung nicht so mit einer Branche umgehen, denn hier geht es auch um Investitionssicherheit, um Arbeitsplätze, und diese Verantwortung sollte auch die Bundesregierung annehmen. Und weitere negative Konsequenzen dieses Abhängens von Nordrhein-Westfalen, von anderen Binnenländern und der Windenergie bedeutet eben auch einen massiven Netzausbau, mit dem wir es dann potenziellerweise in den nächsten Jahrzehnten zu tun haben werden. Man muss sich nur mal die aktuellen Planungen im Netzentwicklungsplan anschauen. Und wenn man sich da die Szenarien ansieht, bis 2035 mit einem erhöhten Ausbau von Windenergie offshore, dann bedeutet das einen massiven Netzausbau von Nord nach Süd durch Deutschland und damit auch durch Nordrhein-Westfalen. Und das müssen wir an der Stelle eben verändern. Das alles zeigt, dass wir den Windenergieausbau dort brauchen, nämlich wo Industrie ist, wo die Zulieferer sind, wo der hohe Verbrauch ist, der hohe Stromverbrauch und wo die Arbeitsplätze sind. Und da soll ein ganz klares Signal auch an die Bundesregierung gehen: Wir brauchen den Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen. Das Rückgrat der Energiewende sind die Bürgerinnen und Bürger. Das haben wir eben schon von Vorrednern gehört. Die Bürgerinnen und Bürger haben mit ihren Projekten, mit ihrem Engagement die Energiewende groß gemacht. Und während Energieriesen noch über die erneuerbaren Energien gelacht haben, haben die Bürgerinnen und Bürger gemacht. Und jetzt passiert etwas ganz nach Wilhelm Busch, der nämlich sagte: Kaum hast du mal ein bisschen was, gibt es wen, den ärgert das. Kommen eben die großen Energieversorger und die vorher die Energiewende verpennt haben und jetzt gemerkt haben, da ist doch was zu holen, und wollen die Bürgerenergie ausbremsen, und die Bundesregierung macht ganz klar mit. Und
Dann muss ich auch ganz klar an die CDU sagen, der Entschließungsantrag der CDU hilft da an der Stelle auch nicht wirklich weiter. Sie sollten wissen, dass Sie da, gerade Kollegen Hovenjürgen und Fehring, dass eben die Größenordnungen, mit denen man bei Windenergie redet, dann nicht kompatibel sind mit dem, was Sie hier beantragt haben. Bürgerenergieprojekte leisten einen wichtigen Beitrag für das Gelingen und die Akzeptanz der Energiewende. Das ist ein wichtiges Signal. Und dieses Signal des erneuerbaren Energienentwurfs ist eben negativ für uns alle und fatal. Wenn das EEG 2016 so kommt, wie es der Entwurf erwarten lässt, dann gefährdet es die Energiewende von unten. Es gefährdet den wichtigen Zweig der NRW-Wirtschaft und den erneuerbaren Energienstandort Nordrhein-Westfalen. Das kann nicht im Sinne unserer aller sein. Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass es nicht so kommt. Und daher komme ich zum Schluss. Daher haben wir einen Entschließungsantrag ins Verfahren eingebracht, der eben all diese Aspekte umfassend beleuchtet, umfassender als das der Piratenantrag tun würde. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam ein starkes Signal nach Berlin senden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.